Recht herzlich willkommen zur 139. Folge von Aborion. Ja, wir sind durch das Tor schon durchgesprungen, wie ihr seht, und ja, schauen dann weiter einmal auf die Karte. Also wir sind nach Ost-Nordost gesprungen und können jetzt noch weiter. Jetzt würde ich, also hier gibt es keinen Weg hin, dann würde ich eigentlich mal sagen, wir können das mal gerade so erforschen, dass wir da einmal gerade hinspringen, was da los ist. Wo ist es jetzt? Da ist es. Okay, dreh dich mal. Und dann springen wir da gerade hin und gucken da den Blip an, der da am Blinken ist. Ich glaube, jetzt hier ein Schild durch Dringwald machen. Okay, und dann haben wir hier noch einen weiteren Sektor. Das ist ein Habitat. Können wir mal einmal gerade hier reingucken. Schiff. Hier ist... Zwei Stationen sind hier. Zwei Schiffe, eine Station. So, und das ist das Habitat. Okay. Mehr ist hier dann nicht. Also, das war jetzt die Spielerinfo. Aber warte mal. Sieht hier auch so an. Auf der Karte zeigen. Was ist das hier? Crewsold. Völlig. Okay, inaktiv. Crew bezahlen. Wieso ist das hier? 21 Lasermodulatoren, 18 Antigrafeinheiten, okay. Da gibt's Erze. Und da auch. Und da auch. Das haben die alle. Ölbohrturm Alpha hat hier 432 Rohöl. Okay, das ist das. Keine Missionen. Das sind die Fraktionen. Allianz haben wir nicht. Das ist die Enzyklopädie, okay. Dann haben wir das schon rausgefunden, dass das hier nicht so der Wert war, den wir brauchen. Und nächste Koordinaten dahin. Das ist dann da lang. Und dann springen wir da mal hin. Dann sind wir wieder auf Kurs. Lösen, verbessern deine Rotationsgeschwindigkeit. Ja, das ist wohl so. Gucken wir da nochmal rein. Hier gibt es ganz viele Sachen, ne? Und was ist das da? Ein schweres Bergbauschiff ist da, okay. Karte, schönes Bergbauschiff, zweier Schiff, ist nichts sonst. Dann können wir auch gleich weiterspringen, aber hier ist Dead End. Dann können wir hier mal die Koordinaten wieder setzen und springen darüber. Wir brauchen 43 Sekunden noch Cooldown. Ja, da können wir in der Zeit vielleicht noch gerade hier irgendwo schauen, dass wir noch was abbauen, ne? Das wegmachen und dann mal schnell hinfliegen. Okay. Da wurde irgendwer bezahlt. Da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Titanier. Cooldown ist schon durch. Aber jetzt bauen wir den gerade noch ab, oder? So, das Teil noch. Dann ist er schon weg. Und dann können wir da gerade hinspringen. Und weg sind wir. So, wie sieht's hier aus? Aha, hier ist ein bisschen mehr los. Drei Tore, vier Kreuzer, drei Handelsposten, Reparaturdock und Ressourcendepot. Okay. Jetzt haben wir die Karte hier noch. Ja, wir sind jetzt hier.
Wir wollen aber zum Zentrum, also weiter nach Norden. Ich denke mal, wir gehen in diesem... Ach, da können wir sogar bis hinspringen. Dann machen wir das auch mal. 40 Sekunden haben wir da noch. Ist tatsächlich das, diese Richtung hier. Richtung Tor. Halbe Minute noch. Sprungroute ist berechnet. Aber der Cooldown läuft noch. Ja. Warten wir das gerade ab. Noch 16 Sekunden. Die Usoaev-Planeten. Station Uapequap oder so ähnlich. Reparaturdock. Neues Angebot. Ja, das mit der Rekonstruktionsmarke. Das müssten wir ja auch mal in Angriff nehmen, ne? Und dann springen wir erstmal da das lange Stück. Und dann sind wir ja am passenden Wegpunkt. Okay. Ist das eine Militärstation? Ne, Waffenfabrik. Hat die denn da schicke Waffen für uns? Ne, Geschütztürme bauen. Ne, das. Ja, kann man machen, ne? Ah, die dürfen auch keine Geschäfte mit uns machen. Alles klar. Schwarzes Brett, gibt's nix, okay. Das ist denn das hier? Am Biotop, okay. Hier haben wir das nächste zum Abbauen. Wir machen mal jetzt die Karte auf. Also springen wir mal da dann hin, beziehungsweise werden das Tor dafür aussuchen. Ach, irgendwie passt das hier gerade nicht. Ich könnte das mal ein bisschen anders hier reinsetzen. So. Geht nicht tiefer. Nord-Nord-West. Könnte sein, ne, oder? Fliegen wir da mal hin. Nord-Nord-West. Schnell da vorbei. Hey, der zeigt mir den da gerade an, ne? Markiert. Oder? Dann ist da doch Titan drin, ne? Ja. Geht der schon? Nein? Ah, doch, geht schon. Dann holen wir uns doch das da mal gerade raus. Hier ist ja ein bisschen mehr, ne? Dann lohnt das, oder? Okay, die drei können da drinnen bleiben. Und die Reise geht dahin. Auf geht's. Naunitzander S oder 5? Keine Ahnung, wahrscheinlich 5. So heißt der Sektor. Auf durchs Tor. Schon da. Fabriken kaufen Güter entweder teuer ein oder verkaufen sie billig, aber niemals beides. Ist klar, ne? Wäre auch Blödsinn, ne? Kakaofarm, okay. Waffenfabrik. Plasmazellenfabrik. Ein Tor. Gewürzfarm, noch ein Tor. Lass uns mal gerade schauen hier. Zwei Tore, Gewürzfarm, Kakaofarm, Ressourcendepot. Kann man das anklicken und dann macht der Welt das aus? Ja. Das ist dann da und das produziert auch kräftig. Gut, dann machen wir jetzt die Karte auf und springen hier hin, okay. Bleibt uns nichts anderes übrig, ist das das? Wahrscheinlich, best Tor, ja. Fliegen wir da hin. Schauen, dass wir weiterkommen. Aber eigentlich wollte ich ja mehr nach Norden, ne?
die Organisation von Unskies oder Auskies oder so ähnlich. Fliegen wir dahin. Korrektur. Passt schon. Sind wir da? Hier ist, glaube ich, noch ein Knotenpunkt, kann das sein? Jo. Gucken wir, wo der Knoten hinführt. Nicht in meine Richtung sozusagen, die ich mir vorstelle. Westtor, nehmen wir. Das bleibt uns anders über, ne? Ja doch, wir können noch springen. So direkt. Ja, der ist jetzt nicht so schnell unterwegs, ne? 700 wächst zwar die Geschwindigkeit, aber mal gucken. Unholy Edge Alpha heißt der Sektor. Auskies. Die Organisation von Auskies. 1025 Torgebühr. Da sind wir schon durch. Gucken, was dahinter ist. Okay, hier ist mehr los. Wir können erstmal reingucken. Da geht es auf jeden Fall wieder nach Norden. Da waren wir auch noch nicht. Ist das das Nordtor, wenn? Nein, West, Nordwest. Da gibt es auf jeden Fall eine Dingens. Da wollte ich erstmal Ausrüstungsdock was angucken. Frachtraum-Update. Verteidigungswaffensystem. Antrag soweit. Na toll ist das jetzt nicht, was hier ist. Was haben wir da? Doppeltitan-Air-Bergbau, Geschützturm, okay. Doppelpoint, Doppeltitan-Abwracker. Aber wir haben doch schon zwei da drauf, oder? Da sind doch hier R's, ne? Oder? Aber wir haben ja drei und der eine ist kein R. Titan-Air-Bergbau-Geschützturm. Dann würde ich den mittleren noch gerade tauschen. Dann fliegen wir da noch hin. Dass wir da auch noch ein R kriegen, ne? Dafür müssen wir natürlich andocken. Ist weit, weit weg. Aber kriegen wir bestimmt noch hin. Wo? Oh, 42. So. Mit viel Schwung dahin, ne? Und da ist diese Station. Und die Docks sind da oben. Fliegen wir mal dran. Und knallt das nicht da gleich? Aber eigentlich sollte es nicht so sein, ne? So, F. Ausrüstung handeln. Und das war Fenster 2. Und das war der, den wir jetzt kaufen werden. Und Jäger brauchen wir nicht. Verstärkungstransmitter sind eine Handelsgilde. Energieunterdrückungssatelliten. Das sind Torpedos. Und hier können wir was verkaufen. Reparaturgeschützturm, Flakgeschützturm, Doppelreparaturgeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm. Ja. Transporter-Software. Fortgeschrittenes Handelssystem, Quantum 2 Hyperraum Upgrade, C43 Detektoren. Ich
Ich glaube, den hier können wir wegschmeißen. Also wegschmeißen nicht, sondern verkaufen. Wir haben ja noch mehr hier hinter, oder? Ja. Das sind aber nur die Rekonstruktionsmarken. Quantum Hyperraub kann der weg, weil zwei bessere schon da sind. Fortgeschrittenes Handelssystem brauchen wir. Doppel-Tesla-Geschützturm. Vierfach-Kanonen-Geschützturm. Ich glaube, den schießen wir auch weg. Da haben wir dann auch noch den in Naunit, in Grün hier. Ungewöhnlich, und der ist gewöhnlich. Dann der gewöhnliche mal weg. Na, das lassen wir mal. Das können wir noch gebrauchen. Auf dem Schiff, okay. Doppelreparaturgeschützte Membran, ein Reparaturgeschützter, und der exotisch ist. Höllenreparatur, Sekunde 151. Komm, dann machen wir den auch noch weg hier. Der Flak, der ist auch über, oder? Ja. Der ist eigentlich auch über, oder? So ein bisschen müssen wir noch was behalten erstmal. Da könnten wir wieder kaufen. Hier gibt's nichts Dolles. Das Frachtraum abgeht 13%. Das ist jetzt auch nicht das, was ich sagen würde, was ich haben möchte. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann fliegen wir mal ein Stück weg von dem Ding hier. Und gucken mal rein, wo wir hinwollen. Wir wollen nach Norden. Ist alles da oben irgendwo? Da. Ist das West-Nord-West-Tor? Und wo ist das andere? Da rechts. Das ist aber das Osttor. Dann haben wir hier noch eins. Und das ist das Nordtor. Dann fliegen wir da mal hin. Ulrich verkauft 590 Öl für 102.000 Credits. Das ist doch schon mal was. Das ist unsere Station, die wir da haben, unsere Bohrinsel. Kriegen wir das so hin, da durchzufliegen? Ich glaube schon, oder? Das war ein schlechter Winkel, aber sollte trotzdem gehen. Okay. Ja, hat geklappt. Hast du eine Übersetzung wieder gefunden? Auf translateavoyant.net kannst du ihn beheben. Ja, kann ich mir vorstellen. So, nächster Punkt. Spring da mal hin. Okay, M. Ah, Sackgasse. Würde ich jetzt sagen, springen wir mal dann da gleich hin. Koordinaten schon eingegeben. Gucken wir mal gerade auf die Liste. Ein Tor nur, wo wir hergekommen sind. Eismine, Erde, Kohle, Ressourcen, Handelsposten, alles klar. Dann drehen wir da mal hin und springen, oder? Machen wir. Ressourcendepot. Na komm, lass uns hier auf der Karte gucken, was es hier gibt. Gaskolben, Mineralextraktor, Edelmetallminen, Waffenfabrik, Kreuzer, zwei Tore. Nordwesttor. Da ist es Nordwesttor. Na, wieso hat er Ressourcendepot? Ich wollte doch das Nordwesttor ausgewählt haben. Voll doof, oder? Aber da ist es. Ja, dann geht die Reise in diese Richtung. Ist eine ganze Ecke weg, aber kriegen wir auch noch hin. Die Markierungen sind rot, kann das sein, oder ist es nur
oder? Ne, das ist nur das Tor, was so ist. Ist nichts Schlimmes hinter, ne? Gut, nächster Sektor, reingeguckt. Gravitationslaser. Ne, hier ist alles noch gut. Fleischfabrik, Glashersteller, Gummifabrik, Ölraffinerie. Fruchtfarm, Handelsposten, Kreuzer, Kreuzer, drei Tore. Nord-Nord-Ost-Tor, Südost-Tor und West-Tor gibt's hier. Das ist das Tor, wo ich hin möchte. Karte mal gucken, ja. Gibt's hier irgendwie was schon? Nein, ne? Ne, dann fliegen wir da auch noch hin. Ja, und ich denke mal, wir sind hier am Punkt, wo wir sagen können, unterbrechen die Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn das nächste Video kommt. Und Kommentare einmal bitte reinschreiben, was euch gefallen hat oder nicht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Sektor wieder. Bis dann. Tschüss.